Hallo und herzlich willkommen zurück im 16. Teil Murdered. Und während ich jetzt auf Fortfahren drücke, mache ich doch lieber mal meine Schreibtischlampe aus. Weil ich weiß zwar, dass es die Augen schlecht macht, wenn man zu lange im Dunkeln auf den Bildschirm guckt, aber wir brauchen hier Stimmung, nicht wahr? Und irgendwas ist mit meiner Stimme heute los. Ich weiß auch nicht, die ist so ein bisschen... Nicht heiser, aber ich weiß es nicht. Irgendwas, wahrscheinlich habe ich viel zu wenig Koffein getrunken. Das lässt sich sofort ändern. So. Ja, neues Ziel. Den Dachboden verlassen. Das haben wir jetzt zum Glück fast geschafft. Ich erinnere mich noch. So. Ich glaube, das ist einfach nur so ein dauerhafter Bug von dem Spiel. Vielleicht lässt sich das sogar beheben, wenn ich das neu installieren würde, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Ich muss nur die Steuerung wieder neu erlernen. Und mein Headset ein bisschen leiser machen. Heute Abend muss ich es eigentlich durchziehen. Heute Abend muss ich es eigentlich durchspielen. Wir haben 10 Uhr abends am Freitag. Und ich habe das Spiel jetzt seit Samstag. Morgen habe ich seit genau 2 Wochen. Vom Verleihshop und eigentlich wollte ich das noch gar nicht haben. Eigentlich wollte ich das erst in meinem Urlaub spielen, der ist in einer Woche. Und wenn der anfängt, dann habe ich das Let's Play wahrscheinlich fertig. Ja, denke ich mal. Und dann kommen die ganzen Folgen von der Halde. Und dann muss ich erstmal gucken. Das ist also etwas, was ich eigentlich gar nicht gerne mache. Let's Plays im Voraus aufnehmen, aber ich meine, wenn es nicht anders geht. Das Spiel ist ja relativ beliebt zurzeit und da war ich froh, dass ich das überhaupt bekommen habe. Und kaufen wollte ich es mir eben nicht, ne? Deswegen... Mache ich das jetzt? Das ist ja eigentlich auch die Ausnahme, das wisst ihr ja selber, dass ich nicht immer alles an einem Abend aufnehme und dann quasi ihr nur die Vergangenheit sehen könnt. Was theoretisch eigentlich sowieso der Fall ist, aber naja. Ihr versteht ja, was ich meine, ne? Oh, hi. Na, wie geht's euch, Süßen? So. Ich weiß nicht, irgendwas ist mit meiner Stimme, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, so kann ich mir ein bisschen... Weniger, ja gut, weniger will ich sowieso nicht reden, aber... Naja. Wir gehen jetzt mal zu der Nervenklinik, weil da war ja hier irgendwas noch, was ich suchen wollte, aber das habe ich nicht gefunden. Deswegen... suche ich gar nicht großartig weiter. Warte, so kann man sich teleportieren. War ich hier schon? Mal kurz gucken. Hier kann man nicht großartig was entfernen, ne? Naja. So. Ja, gehen wir mal zu diesem Lux Aeterna oder Aeterna oder wie es heißt oder Aeterna. Es ist einfach ein Irrenhaus. Da muss man gar nicht viel wissen drüber. Das ist da. Da hocken die Psychos. Die Verrückten, wenn ihr versteht, was ich meine. Psychiatrische Anstalt Lux Aeterna. Betreten. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben, kann man nur hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Bereit? Ja. Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht. Komm schon. Okay, ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was, wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen? Sollte das von einer lebenden Person erledigt werden. Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Hi. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei.
Richtig, aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Hab ich ja, und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. Was würde die Rezeptionistin veranlassen, Joy zu helfen? Bestimmt nicht das Foto ihres offenbar kranken Jungen. Nein. Oh, achso. Ja. Junge auf Krücken. Ein Junge mit Krücken. Die Rezeptionistin muss ihm nahestehen. Vermutlich der Sohn, ne? Ein Geschenk, Genesung. Aber für wen? Ein Geschenk zur Genesung. Okay, jetzt macht der Satz auch Sinn. Ja. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Okay, der Mörder weiß nicht mehr, wer er ist. Das ist... ja, super. Joys Mutter glaubt, dass die Wahnvorstellungen des Mörders weit über die der meisten Leute mit klinisch diagnostizierten Problemen hinausgehen. Ja, denn er bringt Leute um. Das macht den Mörder zu einem Verrückten. Durchhalten. Kann nicht behaupten, dass ich davon inspiriert werde. Naja, es ist ein Kätzchen an einer Wäscheleine. Nun gut. So, das wird ja jetzt sehr schwierig. Ach so, was würde Joy zu helfen? Ja, der Junge, nehme ich mal an. Kleiner, ich hasse es hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris Campbell. Ja, sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke, jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleiner. Ich mach das. Ich muss nur einen Blick auf ihren Monitor werfen. Okay, die schleicht ja richtig professionell. Also es fällt ja überhaupt nicht auf, dass die nicht Richtung Ausgang gegangen ist. So. Ja, Spähen wissen wir schon. Warum kommt immer das Tutorial? Das stört auch ein bisschen. Naja. Wo wird Iris festgehalten? Das ist doch eine Scherzfrage. Ist doch also so... So leicht waren die Rätsel noch nie, glaube ich. Sie ist im Zimmer 216. Wir müssen sie schnell finden, Joy. Und sehr bald ist eine Schocktherapie vor. Ach komm, Schocktherapie, das macht doch nichts. In ihr Elektroschocks. Hast du schon mal eine 9 Volt Blockbatterie geleckt? Das sind Elektroschocks. So, warte, da lag noch was. Besuchszeiten stark eingeschränkt. Die Besuchszeiten sind strikt und bevorzugen definitiv Verwandte und Ärzte. Naja, wir sind ja irgendwie verwandt. Vielleicht. Alles klar, Kleine. Die Luft ist rein. Niemand konnte das Geheimnis um den Glockenmörder in Salem lösen. Nicht einmal das Geheimnis des Symbols selbst. Da anscheinend keine Glocke bei jedem Tatort hinterlassen wird, hinterlässt der Mörder vielleicht eine Art Autogramm. Eine Stellungnahme zu seiner Identität? Wenn es mit seiner Herkunft zu tun hat, wäre die logische Schlussfolgerung, dass der Mörder ursprünglich aus Philadelphia kommt, einer anderen Stadt mit reicher Geschichte und Heimat der berühmtesten Glocke Amerikas. Aber wird die Polizei diesen kühnen Ansatz berücksichtigen, wenn es bedeutet, den Fall zu lösen und Dutzende von Leben zu retten? Vermutlich nicht. Die Polizei ist allgemein sehr dumm dargestellt in Videospielen und Filmen. Ich glaube nicht. Aber selbst ich würde als Polizist... Was ist das denn? Ach, Mann, in der Kiste ja noch mehr. Wow. Ich krieg fast keins von diesen Rätseln gelöst. Das auf dem Friedhof, das war, glaube ich, das einzige bisher, neben dem allerersten. Naja.
Dr. Whites Patientenakten. Aber da kann ich jetzt nicht drauf zugreifen, oder was? Ist ja schon super. Na, egal. So, kann ich noch irgendwo hier... erstmal hier alles absuchen, wisst ihr? Klatschartikel Nummer 1. Ein bizarrer Tod in der psychiatrischen Anstalt Lux Aeterna in Salem steht vielleicht in Verbindung zu einer Mordserie in der Stadt. Eine Quelle bestätigt, dass eine Patientin tot aufgefunden wurde, erdrosselt mit einem Betttuch. Es mag der erste Mord in dieser Serie sein, der in so einer sicheren Einrichtung stattfindet. Das heißt, niemand ist sicher, nirgendwo, sagte eine verängstigte Frau, die direkt mit einem Zeugen sprach. Ich habe gehört, an ihrer Zimmerwand waren alle möglichen Zeichnungen und das Glockensymbol war vielleicht dabei. Ich bin mir sicher, er war es. Pass auf, am Ende kommt raus, dass es irgendwie so ein Arzt ist, dieser Glockenmörder. Diese Einrichtung ist den leidenden Seelen, die sie beherbergt, und den Gnädigen, die ihnen in allen Qualen Trost zu sprechen, gewidmet. 1883. So, hier habe ich aber nichts mehr zu finden. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Okay, da geht sowieso nicht weiter, denn hier kommen unsere Freunde wieder aus der Hölle. Nee. So, da gehen wir gleich hin. Mit? Ja, gleich, komm. Gewidmet den Opfern der großen spanischen Grippeepidemie 1918 in dieser Station ausgebrochen. Mögen ihre Seelen den Frieden finden. Ja, ja, ja. Immer dieser Frieden. Die sind doch tot. Zeitungsartikel. Ein durchdringenden Leitartikel auf eben diesen Seiten folgend, der die Befähigung des Salem Police Department, den Fall des Glockenmörders umfassend zu untersuchen, in Frage stellte, hat der leitende Ermittler Lieutenant Javier Wax. Javier, oder was? Javier. Okay, der heißt jetzt Javier. Javier Wax Weiss angekündigt, dass 6 weitere Officer ausschließlich auf diesen Fall angesetzt seien. Für eine direkte Stellungnahme nicht zu sprechen, wird Weiss in einer kürzlichen SPD-Pressemitteilung zitiert. In einem Department dieser Größe repräsentiert dies eine enorm wichtige Verlagerung der Ressourcen, was hoffentlich die Bürger bezüglich der Schwere des Falls beruhigt. Und die sollen mal aufhören, sich SPD zu nennen. Das irritiert mich immer. Das lässt mich immer an die Partei denken. So. Noch sind hier keine Dämonen, aber hier sind diese Schatten wieder. Kann ich sich natürlich nur um einen Hinweis handeln. So, hier geht's nicht hin. Und da ist die Hölle da. Will ich erstmal nicht rein. So, wo ist jetzt eine Kamera? Aha. Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Oh Scheiße. Oh Scheiße, trifft es. Los, gehen wir. Ich frage mich, warum das nachts passiert. Was haben die Ärzte denn hier für Arbeitszeiten? Okay. Die sagt uns ja sehr viel. Es war so lieb von Ronin mitzukommen. Ich weiß, es ist hart für ihn, mit meinen Stimmungsschwankungen zurechtzukommen. Ich glaube, in meinem Kopf geht etwas Schwerwiegendes vor und er leidet mit mir unter den Konsequenzen. Aber so eine Stütze, mein Fels in der Brandung zu sein, dafür braucht es einen richtigen Mann. Ich stehe das durch. Ich werde dafür sorgen, dass sich der Kampf lohnt. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht Sinn gemacht hätte, alle Notizen zu sammeln und am Ende die in der richtigen Reihenfolge vorzulesen. Aber man findet sie ja in dieser, ne? Kann man auch nichts machen. Noch eine Kamera am Nachschau. Lalala. So. Hier kann man durch. Ach, Wunderbärchen. Guck mal, hier ist ja der... Was ist das? Ein Waschraum? Mit einer nuklearen Kraftstoffzelle und einem Behindertenklo. Ohne... Ja. So ein Sitz eben, ne? Ihr wisst ja, was gemeint ist. Wer ist das? Oh
Und wenn ich den Helikopter kurz ausleihe, eine Notiz hinterlasse? Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zu üben. Ja, genau, du bist eine Maus. Oder genau wie eine Maus, oder? Oder vielleicht ist die Tür auch abgeschlossen und du kommst hier nie raus. Siehst du die Kamera? Boah, du bist unsichtbar, ich nicht. Hilf mir! Halt's Maul, wo ist die Kamera? Ach, da. So. Ich wollte schon sagen, wenn die jetzt losrennen würde, das wäre ein bisschen suboptimal, ne? Spinnt die Glatze schon wieder? Ein Kopf wurde ermordet? Heute Nacht? Was man über Mrs. Quinn wissen muss, ist, dass ihr Vater einen Tobsuchtsanfall bekam, wenn sie während der Übertragung von Sportveranstaltungen ins Bild lief. Ich verstehe nicht so ganz, was das mit... Jede Art von Wut, aber besonders männliche Wut, ist ein Auslöser für sie. Mir ist klar, dass der Umgang mit solchen Patienten frustrierend sein kann, besonders wenn sie Medikamente nehmen und weniger ansprechbar sind. Aber sie müssen vorsichtig sein. Aber sie wird total, ich weiß auch nicht, verrückt. Ja, sehen Sie sich um. Ja, Benjamin Blümchen, erzähl weiter. Ich hasse es, ein Hund zu sein. Würde er es denn jemals verstehen, selbst wenn ich es ihm erkläre? Was denn? Ich mache bloß meinen Job. Warum so sauer? Ich verstehe jetzt irgendwie den Zusammenhang nicht, aber... Offenbar mögen die sich nicht so. So, oh, was ist das denn? Beruhigendes Puzzle. Für mich ist das kein Puzzle, das ist so ein komisches Babyspiel, aber naja. So. Na los! Okay, sie will nicht laufen, dann gehe ich zuerst hier hin. Elektroschock. Hat man offenbar auch schon damals gemacht, als in der Zeit so, wo hier diese Geistererscheinungen entstanden sind oder irgendwie so. Ich meine, aus irgendeiner Zeit muss das ja kommen, ne? In einer neuen schockierenden Entdeckung haben unsere Mitarbeiter herausgefunden, dass die kürzliche brutale Mordserie Salem das Muster einer ungeklärten Mordreihe von 1972 bis 1973 wiederholt. Wie bei der jetzigen Serie sind alle Morde unkonventionell, bizarr und ungelöst und sie alle trugen das Zeichen der Glocke. Während die Polizei Salems nicht bereit war, einen Kommentar zu der Verbindung zu alten Fällen abzugeben, sind die Beweise erdrückend, dass ein Serienmörder nach Salem zurückgekehrt ist, um eine neue Herrschaft des Terrors zu beginnen, oder ein Nachahmer hat seine Hausaufgaben gemacht. Aha, aber sehr gut bisher. So. Was hast du denn für Probleme? Das Licht. Gott, dieses Licht. Ja, das Licht. Ich weiß, was du meinst. Mein Werk soll bald beginnen. Ja, ja, das kenne ich. Ach, meins auch. Ach nee, warte, ich... Hör was? Das Licht. Gott, dieses Licht. Das war wieder mal eine aufschlussreiche Sitzung heute. Morgen um dieselbe Zeit. Will ich ja schwer hoffen. Jemand sollte die Tür zumachen, damit du hier nicht weg kannst, aber... Naja, so. Warum läuft die jetzt eigentlich nicht? Ach so. Okay, gut. Das macht Sinn. Hatte ich die nicht gerade schon ausgemacht, die Kamera? Noch sind keine 15 Minuten rum, keine Sorge. Ich will ja auch nicht, dass hier jemand mit Schocktherapien behandelt wird. Käfer krabbeln die Wand hoch. Ich kann sie nicht töten, nicht zerquetschen. Sonst binden die Blenden mich wieder fest. Unglaublich. Ich werde festgebunden, weil sie die Käfer nicht sehen. Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein.
Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zum Üben. Kann das sein, dass du eine Zwillingsschwester hast? Im Raum nebenan? Es reicht. Nerviger Arzt, Pillen, Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Warum heißt das Antifrost, wenn es Überhitzung verhindert? Was? Zwei Fragen noch. Warum sind die Türen hier eigentlich überall auf? Und warum sind das alles nur Frauen? Das ist voll diskriminierend oder frauenfeindlich oder wie das so heißt, ne? So. Oh. Hi. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Weißt du, was ich jetzt tun sollte? Geh weg. Hey, stimmt, genau. Danke für den Tipp. So. Ja. Ne, ich will ja nichts verpassen. Das Problem ist, das habe ich gerade nicht erwähnt. Ich mache mal hier Pause. Ich mache mal hier die Folge. Ich beende hier mal. Das Problem ist ja, ich will das Spiel nicht allzu lang behalten, weil jeder Tag Überziehung kostet mich 50 Cent mehr und schon die eine Woche hat mich 10 Euro Leihgebühr gekostet. Ist nicht so, dass ich das Spiel nicht, ich will das Spiel auch genießen, aber ich versuche es natürlich trotzdem vielleicht heute Abend noch durchzubekommen. Und nach dem Ende des Let's Plays werde ich vielleicht sogar noch ein bisschen spielen, je nachdem, ob ich das am Samstag noch weggeschickt bekomme, weil wird sonst zu teuer, sonst könnte ich mir das irgendwann noch einfach kaufen. Obgleich das doch einige Euros teurer wäre, aber ich muss es ja nicht übertreiben, ne? Bitte gebt eine Bewertung ab und dann können wir in der nächsten Folge schauen, ob hier noch mehr Verrückte in dieser Irrenanstalt sind. Entschuldigung, Psychiatrie. Man darf ja nicht, das wäre ja gemein, wenn man sagt, die sind alle irre. Das sind psychisch invalide Personen. Genauso. Und wer da jetzt eine Diskriminierung drin findet, der darf gerne abschalten. Sonst tue ich es für euch. Und zwar jetzt.